Good morning in the morning und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Leute, es ist ein neues Cold War Update raus. Ich weiß, ich wollte euch eigentlich noch erst meine Warzone Cluster und meine Settings zeigen, aber Leute, es ist ein neues Update draußen. Es ist diese Paintball Map draußen, Rush 24/7. Das war eine DLC Black Ops 4 Map. Was, BO4 oder BO3? Ich glaube BO4, oder? Chat, schreibt mir das. Leute, schreibt mir das mal in die Kommentare auf jeden Fall. War es eine DLC-Map, die ich sehr gefeiert habe. Ich glaube BO4. Naja, auf jeden Fall, ich fand die sehr, sehr cool, so eine Paintball-Map. Und die probieren wir gleich aus. Es gibt auch, glaube ich, eine neue SMG. Schauen wir auch gleich. Vorher will ich euch aber noch kurz auf meinen Partner DevShop aufmerksam machen. Und zwar, viele von euch kennen DevShop wahrscheinlich schon. Die haben sehr, sehr geile Klamotten. Der Link dazu ist auch in meiner Infobox. Könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbeischauen. Ich habe zum Beispiel auch gerade die Jogginghose an. Also wirklich, also die ist jetzt nicht von der Dev Eigenmarke, die ist von Adidas. Aber ich liebe die Sachen von da. Auch die Leute, die Jogginghosen und die Hosen allgemein von der Dev Eigenmarke, so, so geil. Ich habe da eine Camouflage-Hose von, die ich liebe, wo ihr auch immer fragt, woher die ist. Ich habe noch mehr Jogginghosen davon, ich habe so Bandeau davon, ich habe meinen Lieblingspulli davon. Wirklich so viele geile Sachen und ich habe auch schon einige Insta-Bilder mit den Sachen gemacht, wie ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen habt. Und hier habe ich auch die Shirts dabei, das finde ich richtig cool hier, wie ihr seht, von der Dev-Eigenmarke. Ich nehme die meisten Sachen in M. Also ich finde auch bei den Männern gibt es coolere Sachen von der Eigenmarke als bei Frauen. Aber die haben natürlich auch noch ganz viele andere Top-Marken. Wir haben gefühlt jede Marke, die ihr euch vorstellen könnt, könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Das Shirt ist richtig geil und das hier ist das andere Shirt, was zum Beispiel Sonny auf unserem Bild anhatte. Finde ich auch sehr, sehr cool. Die haben wirklich sehr, sehr geile Sachen da. Ich habe auch, die haben auch Schuhe, die haben wirklich so, so viel. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, wie gesagt, der Link ist in der Infobox. Und ich trage gerade die Jogginghose. Ich weiß noch nicht, ob ich die gleich ausziehen muss, weil es heute sehr warm ist. Aber ich will sie tragen, die ist so angenehm. Aber ich wollte sie euch wenigstens mal zeigen, aber es ist wirklich so warm. Ich glaube, ich muss jetzt eine kurze Hose anziehen. Einen Moment. Ich würde euch noch mehr zeigen, aber ich habe hier in Berlin leider nicht so viel dabei. Aber wie gesagt, die Sachen, also vor allem die Hosen von der Dev-Eigenmarke, sehr, sehr geil. Habt ihr ja wahrscheinlich gerade schon auf den Bildern gesehen. So, jetzt würde ich sagen, starten wir in Cold War rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und ich würde sagen, let's go! So Leute, das hier ist die neue Waffe, OTS 9. Die kaufe ich euch natürlich hier jetzt frei. Oder wie spiele ich die denn frei? Weiß ich gar nicht. Schalte in 15 verschiedenen abgeschlossenen Spielen 3 Spieler, die unter dem Einfluss deiner Taktikausrüstung stehen, mit MP aus. Nee, Leute, da habe ich gar keinen Bock drauf. Wir kaufen das Ganze jetzt. Ich bekomme zum Glück Punkte von Activision. Ehre an Activision an der Stelle. Und ich will sie ja euch jetzt direkt zeigen. Let's go. Okay, okay, geh doch schneller. Rar. Ja, ich hasse das. Ich hasse das. Ja, ist ja in Ordnung. Ich kann es nicht überspringen. Ich hasse es. So, okay. Die rüsten wir jetzt aus. Wir haben jetzt hier die Variante mit den Aufsätzen. Ich habe keine Ahnung, wie gut die sind. Safe nicht die besten, aber wir probieren es jetzt einfach aus, wie die Waffe ohne Aufsätze ist. Wenn ihr Bock drauf habt, kann ich die nochmal freispielen und euch meine Aufsätze sagen. Okay, Leute, wir sind im Game. Ich finde, erster Eindruck so ein bisschen wie die LC10 und PPSH gemischt. Mal gucken. Okay, seht ein bisschen Rückstoß. Ja, ich muss den Rückschuss ein bisschen kontrollieren. Wir gucken jetzt mal, wie stark die Waffe ist. Let's go. Aiden, bist du's? Oh, Leute, ich habe die Map so gefühlt. Aua. Let's go. Ist ganz wichtig, dass sie mit einem Kill anfangen. Ganz, ganz wichtig. Habe ich hier keine Stim? Doch, ich dachte schon. Einer hat mir in die Kommentare geschrieben, wenn man keine Stim einpackt, hat man sie trotzdem. Nein, hat man nicht. Lol. Klar kann man sich heilen, aber es dauert halt viel länger. Oder kann man sich überhaupt heilen? Oh, warte. Lol, ich dachte, es hat geleckt. Schaut mal, weil einer ist runtergesprungen, dann war der wieder oben. Deswegen dachte ich, der hat geleckt. Ich muss erst mal gucken, wie die Waffe ist. Hier ist es sehr, sehr geil. Es hätte noch ein bisschen knalliger von den Farben sein können für mich. Oh, die Waffe verzieht schon ein bisschen. Mit den Aufsätzen zumindest, die ich gerade hier drauf habe. Oh, okay, hier auf Short Range ist sie richtig heftig. Okay, okay, okay. Hier kommt jemand. Nein, da ist noch jemand. Au! Nein, ach fuck off. Hä, warum lädt die Stim so langsam? So. Alter, lol, du kleiner Hundesohn. Aua! Oh, Alter, bin ich erschrocken.
Alter, hier sind so viele, aber es macht irgendwie Bock hier. Es fühlt sich an, als wäre ich so wirklich beim Paintball. Ich würde schon sagen, Laser Tag hier mal. Let's go. So. Doch, die Waffe fühlt sich eigentlich schon krass an. Die wird safe Meta in Warzone werden. Ich weiß noch nicht, wie sie in Warzone ist. Aber safe Meta ist es immer so, ohne Witz. Probier die heute auch direkt aus. Mal gucken, wie die ist. Too bad, asshole. Ja, lol, genau die Map. Richtig geil. Now you're going to die. Ja, jetzt wollen die alle hier hinten. Nee, ich will nicht einer von den Turmsitzern sein. Ich wollte mich gerade andocken. Geht natürlich hier nicht rein. Lol, hör auf zu stöhnen. Ich will auf jeden Fall einmal jetzt gnadenlos schaffen. Nein. Oh, das Nachladen ging übel schnell. Du kleine Misse. Zum Glück habe ich Ding dabei. Oh. Ich muss raus. Ich bin so in der Mitte. Ich bin tot. Ich bin tot. Die spawnen jetzt hier. Oh, ich hatte nur 9 Schuss. Wow, yes. Gnadenlos Orbi. Sehr schön. Das wollte ich wenigstens jetzt einmal mit der Waffe erreichen. Nein, und wir sterben. Scheiße. Okay, da habe ich gerade auch hart veraimt. So, aber es macht Bock. Die Waffe macht Bock. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie OP ist, aber vielleicht liegt es einfach nur an den Aufsätzen. Neue Waffen sind eigentlich immer OP, lol. Boah, aua. Nein, au, that hurts. Alter, wie lange dauert meine Stim so lang? Der mit seiner hässlichen Stun, du bist so ein... Ja, gammelt noch mehr hier oben, ihr Bastard, Mann! Ragnarök, du Bastard! Zieh in den Krieg, wie es sich gehört, und hock da nicht rum! Hier, die ist schon weg. Ich bin mir irgendwie voll unsicher. Die ist schon stark. Doch, die ist schon stark, ne? Oh. Ja, oha, ja, moin. Alter, Leute, ich begegne die ganze Zeit so vielen. Mehr als 10 Tode werde ich nicht kassieren. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen hier. Die Waffe macht schon Spaß. Sie macht schon Spaß. Alter, du kleiner Hu... Wie kann man denn so spielen, Alter? Ich check sowas nicht. Wie kann man Spaß am Spiel... Es macht mich so aggressiv. Hier kommen keine. Die sind alle da drüben. Da mag ich es aber gar nicht. Nee. Ich gehe... Oh, hier hinten. Der Crouch da, die spielen ganz, also die Lobby ist wirklich ganz, ganz komisch. Ich weiß nicht, ob ihr das vom Zusehen auch so bemerkt, aber zu spielen ist die ganz, ganz eigenartig, die Lobby. Meiner, haha. Prohibit. Ich glaube, stand auch bei den anderen drauf, oder? Also im anderen COD. Too bad. Oh, scheiß drauf. Oh, hinter mir, ja. Das war's mit meinen... Ich will keine 10 Tode kassieren. Die Lobby ist wirklich ganz weird. Aber die Map finde ich eigentlich geil, muss ich sagen. Ja, wow, jetzt die Runde zu Ende. Den einen Tod hätte ich verhindern können. Scheiße. Okay, wir haben jetzt hier schon ein paar Aufsätze freigespielt. Wie gesagt, ich werde den Warzone, glaube ich, hochspielen. Vielleicht auch einen Cold und mal gucken. Und werde dann für euch eine Klasse bauen, die ich euch demnächst zeigen werde. Weil ich glaube schon, dass die echt sehr, sehr stark ist. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben und über ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vergesst nicht, in die Videobeschreibung zu schauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschö, delö.